Mainz gegen Corona. Präsentiert von Mainz gehört. Der Podcast für, über, in Mainz. Gude und herzlich willkommen bei Mainz gehört. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, geben wir zurzeit das Wort ab, und zwar an Mainzer Unternehmen und Selbstständige. Bei uns im Podcast erzählen sie, wie es ihnen aktuell geht, wie sie mit der Situation umgehen und wie wir vielleicht auch helfen können. Heute hat sich Thorsten von der Kletterhalle Klippenclimb zu Wort gemeldet. Was er zu sagen hat, hört ihr jetzt. Ja, hallo, ich bin der Thorsten Held von der Firma Erlebnisreich. Wir betreiben unter anderem die Kletterhalle Klippenclimb in Mainz-Hechtsheim. Und wir sind direkt natürlich, wie so viele in dem Freizeitbereich, von den Corona-Maßnahmen betroffen. Wir haben jetzt seit 3 Wochen komplett geschlossen. Das heißt, unsere Einnahmen sind von heute auf morgen direkt auf null zusammengebrochen. Wir haben natürlich auch alle möglichen Maßnahmen dann eingeleitet, die wir jetzt auch angeboten bekommen haben von Seiten des Landes, von den Hausbanken. Die sind jetzt einfach auch notwendig, um diese Krise zu überstehen. Wir sind auch positiv, dass wir das alle zusammen auch irgendwie packen werden. Aber klar, es ist ein herber Einschnitt. Man kann sich ja einfach überhaupt nichts vorwerfen, dass man irgendwas falsch gemacht hat oder irgendwas verschlafen hat oder irgendwas verbockt hat, sondern ja, es trifft alle mehr oder weniger, und wir sind bestimmt in einem Bereich, den es auch besonders trifft. Die Stadt Mainz, finde ich schon, dass sie bemüht ist, da einfach den betroffenen Unternehmen zu helfen und ein bisschen Erleichterung vielleicht zu schaffen. Allerdings muss man auch einfach sagen, die Möglichkeiten von so einer Stadtverwaltung sind dann relativ begrenzt, um so einem Shutdown entgegenzuwirken und ja, solche Ausmaße dann irgendwann aufzufangen. In unserem konkreten Fall profitieren wir auch leider relativ wenig von den Maßnahmen, die da jetzt angekündigt worden sind. Wir haben in Mainz, als es so losgegangen ist, ja, ganz viel Verunsicherung und wirklich auch ganz viel Angst von den Menschen auch gespürt. Also wir hatten bis zu dem Zeitpunkt Anfang Mitte März eine gute Buchungslage. Also für die kommenden Wochen, Monate waren wir noch mit vielen Gruppen, die da zu uns kommen wollten, Familien, Kindergeburtstagen, was dann so alles da zu uns kommt. Die Auftragslage, die war echt noch gut. Also wir waren da sehr gut gebucht, und das ist dann ganz schnell gegangen, dass die Menschen, die die Buchung dann relativ schnell storniert haben, und auch die wenigsten haben dann die Termine verschoben, sondern die meisten haben im Grunde dann direkt ihr Geld zurückgefordert. Ist dann auch verständlich in so einer Situation. Klar, für uns dann relativ hart, weil wir dann ganz viel wieder zurückzahlen mussten von dem, was wir schon eingenommen hatten. Und das war schon zu spüren, einfach wie verunsichert und wie viel Angst da in der Bevölkerung war. Wie geht's weiter? Ich brauche mein Geld selbst jetzt ganz dringend. Bitte so schnell wie möglich einfach zurücküberweisen. Ich glaube, das hat sich ein bisschen gelegt. Also diese Panik, die mit Sicherheit auch durch die ganzen Sondersendungen und natürlich auch durch die sozialen Medien Fluch und Segen da einfach verbreitet worden sind. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es sich wieder ein bisschen relativiert hat und dass so ein bisschen mehr Vernunft auch einfach eingezogen ist. Von daher, ja, ist es im Moment bei uns so, dass wir alles runtergefahren haben, soweit wie das eben geht und ging. Klar, wir haben auch ganz viele Kosten, die lassen sich nicht einfach so wegschieben. Die laufen weiter, auch in so einer Krisenzeit. Die Hilfen sind beantragt. Ja, die größte Hilfe ist im Grunde jetzt erstmal die Kurzarbeit. Wir haben alle Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken müssen auch. Das hilft jetzt erstmal am meisten weiter, auch wenn wir da jetzt noch keine Mittel dann erstattet bekommen haben. Aber da hoffen wir einfach auch drauf, dass die dann jetzt irgendwann kommen. Und dann werden wir diese Zeit da irgendwie überbrückt bekommen. Also wie das im Einzelnen geht, war bis vor kurzem jetzt auch noch nicht ganz klar. Jetzt sind aber die Anträge, die da notwendig waren, auch gestellt. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir da auch möglichst bald dann auch da die Hilfen bekommen, die dann angekündigt worden sind. Ja, bei uns ist es so, dass wir angewiesen sind darauf, dass wir möglichst bald wieder den Betrieb aufnehmen können. Klar ist es wichtig, jetzt diese Pandemie und den Virus dann jetzt einfach einzugrenzen und die Verbreitung da jetzt zu stoppen. Dafür haben wir auch volles Verständnis, und dafür muss jetzt auch alles getan werden.
Wenn es dann jetzt aber auch wieder weitergeht und wir hoffen, dass das einfach auch bald passiert, dann hoffen wir uns einfach oder hoffen uns von den zuständigen Behörden, dass die genau auch hingucken und notwendige oder sinnvolle Maßnahmen dann auch anordnen und treffen, dass nicht alles über den großen Kamm geschert wird, sondern dass man auch guckt, wie können wir die Menschen sinnvoll schützen, klar, aber auch, wie können wir wieder ein Stück normales Leben und ja, so vielen Betrieben wie uns oder auch in der Gastronomie, in der Hotellerie, wie kann man denen wieder einen Betrieb ermöglichen, dass es da auch ja, einfach irgendwann wieder weitergeht und dass es eine Perspektive gibt und dass es Licht am Horizont gibt. Das wäre jetzt, glaube ich, ganz wichtig. Denn das, was ganz schlecht für uns und ganz schlecht für die Menschen im Moment, glaube ich, im Allgemeinen ist, ist, wenn man einfach nicht weiß, wie es weitergeht, wenn es keinen Fahrplan gibt, wenn es keine Szenarien gibt, nach denen man dann handeln kann und nach denen man sich richten kann, auch wenn das jetzt im Moment schwer ist. Aber ich hoffe, dass die dann da einfach bald getroffen werden können, dass man immer mehr Erkenntnisse gewinnt und dass man daraus dann die richtigen Entscheidungen ableitet. In den letzten Tagen, klar, haben wir auch ganz viele positive Dinge erfahren. Also es gibt Solidarität in der Gesellschaft, die haben wir auch erfahren. Ein ganz tolles Signal war bei uns auch, oder eine ganz gute Stimmung war bei uns auch bei den Mitarbeitern zu spüren. Die waren sehr verständnisvoll. Das war eher so, wir müssen jetzt einfach alle an einem Strang ziehen, dass wir hier zusammen aus dieser schweren Lage dann rauskommen, damit es nach der Krise gut weitergeht. Da hat man auch gespürt, dass denen auch viel an ihrem Arbeitsplatz liegt, dass sie uns da auch schätzen und dass sie uns da auch vertrauen mit dem, was wir jetzt an Maßnahmen eingeleitet haben und dass man da zusammen auch einfach in die Zukunft guckt. Das gibt uns auch viel Rückhalt und das macht auch vieles positiv. Und natürlich auch von den Kunden. Also wenn uns dann jemand schreibt oder einen Post irgendwo in den sozialen Medien rüberschickt, wo es dann einfach heißt, wir glauben an euch, wir kommen auch wieder, wenn ihr wieder aufhabt, dann sind wir wieder da. Das hilft dann natürlich da auch wieder in die Zukunft zu gucken und zu sagen, okay, irgendwie wird man das packen und die Leute wollen nicht auf uns verzichten und in Zukunft werden die Gäste auch wieder zu uns kommen. Und vielleicht ist da auch so eine Chance drin, dass so dieses, was die ganze Zeit völlig selbstverständlich war, viele Kleinigkeiten rauszugehen, sich mit Freunden zu treffen, mit Freunden zusammen was zu tun, das war natürlich über so viele Jahre total selbstverständlich. Und vielleicht weiß man das dann auch einfach wieder ein bisschen mehr zu schätzen, auch nach der Krise. Das ist sowas, ja, was man vielleicht dann auch aus dieser schwierigen Zeit dann mitnehmen wird. Ja, im Moment können uns die Leute eigentlich nur dadurch unterstützen, dass sie einen Gutschein bei uns kaufen. Es ist, ja, wir bieten unsere Freizeiteinrichtung, die ist bei uns vor Ort. Wir können das nicht liefern. Wir haben auch keinen Notfallplan in so einer Richtung. Wir können einfach unsere Leistungen nur bei uns im Klippenkleib anbieten. Deshalb sind wir froh und setzen da drauf, dass wir Botschaften kriegen, die dann sagen, wir kommen dann nach der Krise genauso motiviert wieder zu euch zum Klettern und wir werden euch da nicht vergessen, sondern hoffen einfach, dass das dann möglichst bald wieder losgeht. Und wir freuen uns natürlich über jeden Gutschein, der jetzt auch gekauft wird, der dann nach dem Shutdown wieder eingelöst werden kann. Ja, und persönlich wünsche ich mir, dass jetzt die Politik schafft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also, dass die einfach sachlich nüchtern getroffen werden, dass abgewägt wird, dass man ganz viele Erkenntnisse jetzt einfach sammeln kann. Und den Eindruck habe ich auch, dass die gesammelt werden. Dass wir es schaffen, die Gesundheit der Menschen zu schützen, aber auch, dass wir die kurzfristigen und auch die langfristigen Folgen von so einem Shutdown einfach sehen und dass wir da ja möglichst bald auch wieder ein öffentliches Leben in unserem Goldischmähens wieder haben. Das würde ich mir wünschen. Weitere Informationen zu der wirklich tollen Kletterhalle in Mainz-Hechtsheim findet ihr unter anderem auf ihrer Website www.klippenclimb-mainz.de. Dort könnt ihr zum Beispiel auch die Gutscheine bestellen. Bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns. Mainz gegen Corona. Gemeinsam schaffen wir alles.